Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Dell Inspiron 14 und zwar ein 5491 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung steht bei diesem Gerät nicht direkt mit dabei. Dafür gibt es eine Service-Tag-Nummer und die kann man auf der Dell-Webseite eingeben und bekommt darüber die genaue Modellbezeichnung, mit der ihr dann auch super einfach alle Ersatzteile bei uns im Shop findet. Generell lässt sich noch zu dem Gerät sagen, dass man das Display nur als komplette Einheit tauschen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man die komplette Unit dann auch abbauen muss. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist da eigentlich nur, dass diese Schrauben hier im Gehäuse bleiben. Die werden also nur gelockert und nicht vollständig rausgenommen. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker kann man einfach nach unten hin abziehen. Der ist hier nur mit so einem kleinen Klebeband noch befestigt. Aber ja, das kann man einfach nach oben hin abziehen. Ja, und danach lässt sich der Stecker ganz einfach nach unten hin rausziehen. Kann man auch an der Schlaufe oder am Kabelbund fassen. Und ja, so einfach ist das. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen hier noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte.
Das Gehäuse und das Kabel ist jetzt hier schon mit dabei. Das muss man dann nur noch hier mit dem Mainboard verbinden. Hier sehen wir den RAM mit einer Abdeckung. Da sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte, dazu aber später mehr. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt und die GPU. Und hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Hier muss man übrigens aufpassen, weil bei dem neuen Akku das Kabel nicht dabei ist. Das lässt sich hier von dem Akku ganz einfach trennen und abziehen. Und bei dem neuen Akku muss man dann auch dieses Kabel wiederverwenden und dann eben gegebenenfalls dort wieder dran stecken. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Danach muss man noch das Kabel trennen. Und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man zuerst nach oben, nicht einfach dran ziehen. Und dann kann man das Kabel aus dem Stecker ziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, was manchmal ein bisschen friemelig sein kann. Dann den Stecker einfach wieder zuklappen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Hier sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD. Da passt aber auch eine ganz normale längere rein. Und ja, um die auszutauschen, müsste man nur die Schrauben hier lösen, in dem Fall jetzt die eine. Dann kann man die leicht nach oben aus dem Slot nehmen und dann ja, umgekehrt einfach genauso wieder einstecken. Und ja, sollte man hier eine lange SSD einbauen wollen, dann muss man die Halterung aus dem einen Slot nehmen und in den anderen schieben. Das ist eine super einfache Lösung, weil man nur die beiden Flügel an der Seite quasi da unten drunter reinschieben muss, bis die Noppen einfach in der Öffnung sitzen. Und ja, schon kann man eine lange SSD einbauen. Also eine super einfache, komfortable Methode. In unserem Fall will ich natürlich jetzt die kurze SSD wieder einbauen. Das heißt, ich mache das Ganze rückgängig, stecke die SSD wieder zurück, drücke sie so ein bisschen nach unten und ja, dann wird sie wieder verschraubt und dann hat man das. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Oft empfiehlt es sich auch, erst den Lüfter auszubauen und dann das Kabel zu trennen, einfach weil man da mehr Platz und mehr Raum hat, um zu arbeiten. Sind die Schrauben dann entfernt, kann man den Lüfter einfach aus dem Gehäuse nehmen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind, da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und dann ja, mit ein bisschen hin und her rütteln rauszuziehen.
Sollte man übrigens mal nicht wissen, wie rum der Stecker reinkommt. Die Kontakte, die man hier ganz gut sehen kann, zeigen in dem Fall beim Wiederverbinden nach unten. Da auf jeden Fall darauf achten, dass das Kabel bzw. der Stecker richtig drin und fest sitzt, damit am Ende der Lüfter auch wieder richtig arbeitet. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge, genauso wie der Ausbau. Wir legen den Lüfter wieder in seine Position, können ihn dann verschrauben und ja, schon hat man den Lüfter getauscht. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und in dem Fall stecke ich jetzt erst das Kabel wieder dran, einfach weil man da wirklich viel mehr Platz hat, um das richtig reinzudrücken. Und danach kann man den Akku auf die Gewinde drauflegen und ja, dann wird er einfach wieder verschraubt und dann hat man das erledigt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.